Was geht, Leute? Meine Leute, Danny. Hier ist der. Willkommen back zu einem neuen Video. Heute spielen wir Ancient Warfare 2. Das soll irgendwie ein... Ich weiß nicht, aber ich habe es gesehen und ich dachte irgendwie sofort an Totally Accurate Battle Simulator, als ich das Spiel gesehen habe. Und das ist komplett kostenlos. Es gibt auch davon den ersten Teil, deswegen, das ist der zweite Teil, aber der soll auch wesentlich besser sein als der erste, deswegen spielen wir den auch. Und ich weiß nicht, aber es sieht so aus, als würden Armeen dort kämpfen. Und von dem, was ich gesehen habe, ist, dass man auch im Spiel ist. Also man ist da irgendwie drinne. Aber mehr weiß ich leider nicht, deswegen... Man sieht schon ein bisschen, die kämpfen hier mit irgendwelchen Werkzeugen oder wie auch immer, mit irgendwelchen Waffen und bekämpfen sich, also Team Rot gegen Team Blau, deswegen lass uns einfach reingehen, gucken, was das Spiel überhaupt bieten kann und es soll aber gut sein, es soll sehr gut sein und okay, ich kann mich hier zwischen ein paar Sachen entscheiden und hier steht sogar Coming Soon, Gladiator Arena Campaign, Custom Battle Level Bundles Kill King of the Hill. Ich nehme einfach mal King of the Hill und gucken, was es hier geht. Kann ich hier die Map auswählen? Ja, ich kann hier die Map auswählen. Hier kann man die Anzahl an... Ich glaube, ich nehme mal... Ich fange mal ganz klein an. Ich nehme mal 16, okay? Lass uns einfach spielen. Ich will wissen, was es hier geht. Oh, shit. Okay. Ich kann schlagen. Oh. Ich kann mich umsehen. Alter, okay. Das ist eine Art Totally Accurate Battle Simulator, aber in 3D quasi. Weil wir sind ja quasi mitten im Krieg gerade drin. Kann ich mich selber... Ne, ich kann mich nicht... Ich kann mich quasi umgucken, okay. Mein Kopf bewegt sich dann auch mit... Und da hinten ist eine Flagge. Und ich kann ganz normal schlagen. Aber eigentlich kann ich gar nicht so viel tun, um ganz ehrlich zu sein. Und wir sind 18 Männer. Wie ihr sehen könnt, der Typ hat zum Beispiel ein Pferd. Ich frage mich, ob man mit dem auch spielen kann. Ich bin mir nicht genau sicher, aber ich kann es mir vorstellen. Und ich gehe mal auf die Flagge. Und Team Rot hat die Flagge schon eingenommen. Nur das Ding ist, wenn der Gegner jetzt jemanden hat, der mit Fernkampf angreift, dann haben wir ein Problem. Ich attackiere einfach mal. Weil der wird davon nichts merken. Nice, wir haben ihn. Kann ich ihn noch weiter durchsägen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, komm schon. Kann ich ihn noch. Nein, ich kann ihn nicht mehr schlagen. Schade. Oh mein Gott, das sind viele Gegner. Wo da ist mein Team. Alter, ich wünschte, ich hätte eine andere Waffe oder so. Ich wünschte, ich hätte irgendwas anderes, weil ich weiß nicht, ob ich gewinnen kann, um ganz ehrlich zu sein. Oh nein, Pfeil und Bogen. Oh nein, 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 nicht. Nicht Pfeil und Bogen. Ich kann da nicht rein, Leute. Wenn ich da jetzt einfach so reingehe, ich habe hier nicht mal ein Schild oder so. Ah, doch, ich habe ein Schild. Ich habe ein Schild. Den kann ich ebenso bewegen. Okay, ich werde den Schild benutzen. Vielleicht schießt er gegen mein Schild, oder? Ich warte, bis er schießt. Schieß. 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 Okay, komm schon. Tot. Attackier, attackier. Ich habe. Wieso. Weg. Wieso. Habe ich nur ein Schild? Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert, by the way? Okay, mein Schwert ist weg. Ich habe keine Ahnung, was da geschieht. Kann ich irgendwas aufheben, eine Waffe oder so? Ja, ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Tue ich ihm überhaupt irgendwas? Okay, ich habe gerade, es ist echt problematisch. Ich weiß gar nicht, was hier passiert, um ganz ehrlich zu sein. Und das gegnerische Team wird 100... Ich habe eine Waffe. Ich habe eine Waffe. Ich habe eine Waffe. Halt, ich habe keine Waffe aufgehoben. Scheiße, ich dachte, ich habe eine Waffe aufgehoben. Ich kann auch keine Waffen aufheben. Oh mein Gott, King of the Hill bedeutet... Ja, okay, ich bin tot. Wow! Ich check grad gar nichts. Ich meine, ich war gerade mitten im Kampf, aber meine Waffe war einfach so weg. Ich checke gerade einfach gar nichts. Und wir spawnen wieder. Und diesmal mit Waffe. Vielen Dank. Ah, wir haben quasi... Ah, und zwar geht es darum, wer länger die Flagge halten kann. Also mein Team oder das gegnerische Team. Und wir müssen wirklich sehr strategisch kämpfen. Und ich habe zwar ein Schwert, wie ihr sehen könnt, aber ich weiß nicht, wie ich das Schwert verloren habe, weil es war einfach nicht mehr da. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Aber okay, ich akzeptiere es einfach mal, okay? Wir werden gewinnen. Wir haben die Flagge bis jetzt 145 Sekunden gehalten. Und wir müssen gewinnen. Und dieses Mal will ich zum Gegner gehen mit meiner Waffe. Und ihn sofort treffen. Der eine hat auch ein Schwert und ich will mal die ignorieren. Ich weiß gar nicht, ob die mich ignorieren. Aber okay, komm schon, komm schon, komm schon. Schlag ihn. Schlag ihn, schlag ihn kaputt. Ja, in dein Gesicht, du Loser. Bam. Vorsichtig. Bam. Nein, vorsichtig, vorsichtig. Ja. Okay. Oh, nein, der Typ hat Rüstung, verdammter Mist. Hi. Na, alles klar? Okay, wir gehen erstmal zu den Leuten, die keine Rüstung haben. Ich kann leider nicht springen oder so. Ich kann leider nur so gehen. Und wir können uns auch umsehen, aber wir können... Die sind nämlich sehr schwach, die Gegner. Die Gegner kann man extrem leicht eliminieren, das ist das Gute. Und bam, in dein Gesicht. Okay, nice. Und da gibt es sogar Leute mit einem Pferd. Aber ich weiß nicht wirklich, wie ich meine Waffe verloren habe. Vielleicht... Nee, wie habe ich meine Waffe verloren? Ernsthaft jetzt? Würde mich mal wirklich interessieren. Vielleicht habe ich sie am... Oh, er hat mich geköpft. Okay, diesmal hat... Okay. Pluspunkt an ihn, okay? Hat er gut gemacht. Hat er definitiv gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Und wir müssen warten, bis wir respawnen können. Aber das... Moment mal. Nee, wir gewinnen gerade, ne? Hundertprozentig gewinnen wir, weil unsere Flagge ist die ganze Zeit grün. Oh, jetzt ist sie rot. Oh nein! Oh nee, doch, wir sind am Gewinn. Wir sind am Gewinn. Wenn der Gegner die Flagge hat, geht unser Ziel nach unten. Ich habe mich gefragt jetzt, ob wir am Gewinn sind oder nicht. Und jetzt kann ich hier einfach... Kann ich attackieren? Bam! Oh nein, ist attackiert. Oh, komm schon, vorsichtig. Wir können auch verteidigen. Bam! Attackier, attackier, attackier. Nice, wir haben alle, wir haben alle. Wir müssen einfach nur das erobern. Ich werde mich um den Bogenschützen kümmern, weil der mir extrem auf die Nerven geht. Okay, dann haben wir, nice. Wir haben ihn eliminiert und aus der Welt geschafft. Und der Typ, einer gegen drei. Ob das klappen wird, ich sage nein. Und ich hatte recht, wow. Und die Gegner 16 Sekunden gehen jetzt runter, wie ihr sehen könnt, weil wir haben die Flagge. Das bedeutet, je weniger die Bar ist, je kleiner die Bar ist, desto wahrscheinlicher gewinnen wir. Was sehr geil ist. Und ich würde gerne... Wirklich, die Leute... Ja, er hat das Pferd ermordet, was für ein Mörder. Holy shit. Ich würde gerne mich mehr auf Leute fokussieren, die keine Rüstung haben. Weil ganz ehrlich, wenn jemand eine Rüstung hat,
Ist es da wirklich so schlau, da hinzugehen? Oh nein, vorsichtig. Okay, der Typ ist tot, nice. Nur noch 6 Sekunden, wir müssen die Flagge nur noch 6 Sekunden halten, dann haben wir es geschafft, denke ich. Und 2, 1 und wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Das war extrem geil. Hat Spaß gemacht. Ich muss ein bisschen das Spiel erstmal verstehen. Aber ich würde gerne denselben Spielmodus nochmal spielen, aber mit mehr Leuten oder irgendwas verändern. Man kann mehrere Sachen verändern, was ziemlich geil ist. Und wir haben gewonnen, was ziemlich geil ist. Und man könnte es sogar auch im Multiplayer spielen, könnte ich mir vorstellen. Aber das wird wahrscheinlich jetzt nicht möglich sein. Okay, also wir können quasi zum einen mehr Spieler reintun. Ich gehe mal gleich auf das Maximum. Capture Time Minutes. Ah, wir haben 3 Minuten. Okay, das war, die Länge war ganz gut, muss ich sagen. Da würde ich mich nicht beschweren. Respawn Time machen wir auf das tiefste. Fair Teams. Was heißt Fair Teams? Ist es automatisch an oder wie sieht es aus? Choose Equipment. Und wir können uns jetzt unser Equipment aussuchen. Das, was wir wollen, das, was wir haben wollen, können wir uns aussuchen. Wir können ein Schild nehmen. Wir können unser Schild aussuchen. Zum einen Armplates. Was? Legplates. Chestplate, Heavy Chest. Okay, ich nehme einfach alles. Ach, hier. Heavy Chestplate oder ich nehme normale Chestplate, weil ich glaube, wenn wir Heavy Chestplate nehmen, dann werden wir uns langsam mal bewegen können, kann ich mir vorstellen. Und jetzt will ich eine tödliche Waffe nehmen. Das tut weh. Das könnte weh tun. Ich meine, da sind verdammte Nägel dran. Das will keiner ins Gesicht bekommen. Oder kein Mensch will so ein Teil mit Nägeln ins Gesicht bekommen. Da will ich lieber so mit sowas durchstochen werden. Wirklich. 100%. Oder soll ich Pike Spear? Speer wirft man wahrscheinlich, ne? Wir können aber auch Axt nehmen. Aber ich glaube, wir können auch keine Waffe nehmen, was gar keinen Sinn macht, um ganz ehrlich zu sein. Wir werden aber das mitnehmen. Das. Nailbat. Das werden wir mitnehmen. Was ist Siege? Was haben wir hier? Oh, shit. Wir können sogar Distance wählen. Es gibt viel mehr Sachen. Jetzt habe ich weggeklickt. Es gibt sogar ein Crossbow. Es gibt so einen verdammten Crossbow. Das ist aber dann im Fernkampf, also dann dürfen wir nicht in den Nahkampf. Und wisst ihr was? Okay, ich nehme den Crossbow. Lass uns loslegen, lass uns so viel ermorden, wie es geht, okay? Und hier haben wir den Crossbow. Und wir schießen so, ich sehe schon. Aber wie ziele ich? Ziele ich so? Ziele ich so oder wie? Muss ich nachladen? Wo ist meine Waffe überhaupt? Habe ich so eine Waffe überhaupt? Ich habe keine Waffe mehr. Wollt ihr mich... Okay, kannst du mir bitte den Gefallen tun und diese scheiß Waffe aufheben? Kannst du bitte die Waffe... man kann sie also doch aufheben. Gut zu wissen, dass man sie doch aufheben kann, okay? Holy shit, meine Männer sind sowas von bereit. Der totale Krieg. Schon wieder habe ich die Waffe weggeworfen. Immer wenn ich... okay, ich verstehe. Okay. Jetzt haben sie. Nice, wir haben sie. Aber das Ding ist... jetzt weiß ich, wie ich zielen kann. Okay, gut. Lass uns in den Krieg gehen. Ich sehe schon das erste Pferd. Ich kann aber nicht nach oben schauen. Obwohl, kann ich... Nee, er lässt immer die Waffe fallen. Wieso lässt du immer die Waffe fallen, Bro? Ich verstehe nicht, wieso er immer die Waffe fallen lässt. Jedes Mal, wenn ich mich umsehe und das Fahnenkreuz nach oben tun will, dann, dann haben wir ein Problem. Aber ich glaube, ich kann nur gerade ausschießen. Ich denke, das ist das Problem. Deswegen ist es gut, wenn man sich hier... Bam. Haben wir jemanden ermordet? Nein. Jo, wir haben jemanden ermordet. Wir haben jemanden getroffen. Okay, schieß nochmal. Nice. Wir haben schon wieder jemanden ermordet. Schieß nochmal. Das Ding ist, ich sehe kaum was. Oh Gott, der Typ hat... seht ihr den Pfeil? Okay, wir haben ihn getroffen. Bam. Wir müssen vorsichtig sein. Es ist wirklich einfach. Es ist wirklich einfach, weil... Ich glaube, wir müssen in den Kopf treffen. 100%. 100%. Und der ist immer noch nicht tot. Ja! Eliminiert. In dein Gesicht, du Loser. In dein Gesicht, du Loser. Okay, das läuft ziemlich gut für uns. Bam! Wir sind am Gewinn. Nice. Jetzt, jeder stirbt gerade. Komm schon. Oh, ouch! Bruh. Wow, da fliegen Sachen rum. Holy shit. Kann immer bitte jemand sterben? Ich habe einen verdammten Pfeil in meinem Kopf, okay? Ich muss sagen, ich verstehe diese Waffe nicht so ganz, weil ich kann einfach nicht vernünftig zielen. Oh, ich habe den. Schon wieder! Wieso machst du das jedes Mal? Oh Gott, das ist kacke, weil es fällt die ganze Zeit runter. Schieß! Lass schneller nach! Oh nice, wir haben ihn. Wir müssen so schnell schießen, wie es geht. Und wir machen einen guten Job. Die Sekunden des Gegners gehen sehr weit runter. Oh Gott, komm schon. Ich sehe leider nichts. Es tut mir wirklich leid. Ich mag die Waffe deswegen gar nicht, weil jedes Mal, wenn ich mich umsehe, damit ich irgendwas sehe, ja, es ist problematisch einfach nur. Gott, ich muss das Pferd töten. Es tut mir leid, ich muss ein Pferd töten. Oh, da ist ein Gegner. Schieß! Schieß auf ihn! Sind wir überhaupt präzise? Schießen wir überhaupt präzise? Ich habe keine Ahnung. Aber wir sind nicht ein einziges Mal gestorben. Das heißt, wir tun wirklich sehr viel für unser Team. Und jetzt bin ich gestorben. Keine Ahnung, wie ich gestorben bin, aber wir sind auf jeden Fall gestorben. Ihr habt es gesehen. Ihr habt es mit euren eigenen Augen gesehen, okay? Sogar ich habe es gesehen. Und es wird extrem weh. Und da die Spawnzeiten so langsam, also klein sind, spawnen die Gegner sehr, sehr, also man spawnt allgemein sehr, sehr schnell. Aber jetzt ist wirklich wichtig für mich zu wissen, wie ich die Waffen nicht fallen lasse. Ja, das ist ein Problem. Das ist irgendwie ein Problem, weil ich kann einfach nicht vernünftig schießen, leider. Und es tut mir auch wirklich leid. Oh, shit. Die Flagge gehört den Gegnern gerade. Scheiße. Bam. Okay, jetzt müssen wir alles geben. Komm schon, schieß so schnell es geht. Wir müssen die Flagge zurückerobern. Ansonsten werden wir das Spiel verlieren, 100%. Wir werden das Spiel sonst verlieren. Okay, nice. Wir sind wieder dort. Und die Gegner haben kaum Rüstung. Und ich muss jetzt wirklich die Gegner hier extrem töten. 100%. 100%. Und die Gegner schießen schon mit dem Pfeil auf mich. Okay, das ist heftig. Dass ich das überhaupt trauen. Nice. Den einen haben wir ermordet. Ich weiß nicht, wohin ich hingeschossen habe. Aber wir haben ihn auf jeden Fall ermordet. Holy shit. Hier geht die Party ab. Und wir haben die Flagge wieder eingenommen. Und wir müssen das jetzt halten. Wir müssen das auf jeden Fall halten.
Okay, nice. Ich sollte auf jeden Fall die töten. Oh, shit. Vorsichtig, vorsichtig. Ich kann trotzdem sterben, weil die Gegner ja auf Fernkampf haben und die haben mir wieder in den scheiß Kopf geschossen. Das tun die jedes Mal irgendwie. Die schießen mir wirklich jedes Mal in den Kopf. Könntest du bitte den mit der Rüstung eliminieren? Also ich muss sagen, es nervt mich ein bisschen, dass ich kaum was sehe. Aber ich kann trotzdem gut und präzise auf die Gegner schießen, einfach weil ich die Gegner ja auch irgendwie schon sehe. Nur, ich würde gerne richtig präzise schießen, so zum Beispiel. Ich meine, so, ich kann mich halt so bewegen. Aber er lässt jedes Mal die Waffe fallen, wenn ich das tue. Deswegen werde ich wahrscheinlich keine Fernkampfwaffe mehr nehmen. Außer ich weiß dann, wie ich das verhindern kann. Und ich darf nicht zu nah rangehen, weil ich bin ja Fernkampf. Komm schon, eliminiert, eliminiert. Wir müssen die Position halten. 39 Sekunden, dann haben wir es geschafft. 39 verdammte Sekunden, dann haben wir es extrem geschafft. Und dann sehen wir die Gewinner des Krieges. Und das will jeder sein. 100%, das will jeder sein. 28 Sekunden nur noch. Komm schon, Leute, was tue ich da? Ich bin stuck. Boah, mein Ziel, wir haben so viele Leute hier. Ja, ich sollte einfach weiterschießen. 90 Sekunden, ja, das gewinnen wir, oder? Es könnte natürlich sein, dass die Gegner es noch schaffen, in der letzten Sekunde die Position zu halten. Und dann geht richtig die Party ab. Oh, das sind so viele. Das sind so verdammt viele. Und kann ich nicht die Waffe von jemand anderen aufheben? 100%, oder? Ja, jetzt habe ich die Waffe von jemand anderen. Seht ihr das? Was verdammt geil ist. Okay, bam. Oh, ouch. Oh, ich brenne. Blue Guys won. Aber es gibt sogar Flammenpfeile, was extrem heftig ist, aber okay. Das ist ein geiles Spiel auf jeden Fall. Es gibt hier verschiedene Spielmodus, es gibt hier verschiedene Sachen, die man machen kann. Und das war jetzt zum Beispiel King of the Hell. Das bedeutet, man sollte der König des Berges werden. Und ich meine, wir wurden zweimal der König des Berges, okay. Und beim nächsten Mal würde es sogar Quick Game geben und King vs. King. Was auch immer das sein soll, ich bin mir nicht genau sicher. Aber irgendwie vom Aussehen her erinnert mich das voll an Ultimate Chicken Horse. Aber das Spiel ist keine Nachmache, denn das Spiel kam vorher raus. Und zum anderen ist es auch keine Nachmache, weil man sich mitten im Feld befindet. Also man schaut nicht nur zu, sondern man muss selber kämpfen und selber vorsichtig sein, dass man nicht stirbt. Aber wie auch immer, das war's fürs Video. Vergesst nicht zu bewerten, wenn du mehr davon sehen willst. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!